Oliver Teller vom Sinnen. Oliver Welke. Oliver Welke. Oliver Welke. Und Werner Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Freue mich, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Rudolf Rock, das ist so eine gestandene alte Formation aus Hamburg und da trommel ich mit und da singe ich auch mit und nein. So. Ja. Aber die Formation gab es aber schon oder haben Sie die gegründet? Nee, die gab es schon. Nicht in der Besetzung, aber wir haben so ein bisschen umgeändert. Jetzt trommel ich da wieder so ein bisschen mit und fühle mich wieder jung. Und was macht ihr da? Was rauch schon wieder auf dem Klo. Tretet ihr vor zahlenden Zuschauern auf oder in Gefängnis? Wir treten vor zahlenden. Wo wir gerade beim Schmelz sind. Ich erinnere mich gerne an eine der ersten Sendungen, in denen ich zu Gast sein durfte. War und da war. Ja. Da haben wir hier nur so gesessen. Mit Untertiteln. Und da spielte einer immer Klavier. Ja. Und so eine Stimme sagte: Wachtmeister Schlotterbeck, traut seine Augen nicht. Das war die Ureinwohner, danke. Ah, das ist herrlich. Das ist herrlich. Das fühlt sich so ein bisschen an wie früher, als wir uns die Eierpantomimisch auf den Köpfen zerschlagen haben. Das haben wir früher gemacht. Ja, so, kennst du das nicht mehr? Wir haben uns die Eier pantomimisch auf den Köpfen und haben dann so gemacht und man hatte das Gefühl, dass ich habe, Frau Sinn, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, ich habe meine Eier nie pantomimisch übernommen. Ja, ich sag mal. Also, Entschuldigung. Ich bin Jahrgang, wie gesagt, 66, da kann man sich noch nicht die Eier auf den Kopf schlagen. Natürlich. Das kommt vielleicht später, aber ja. Im Moment noch nicht. Das kommt noch. Komm, ja. Du erst mal in mein Alter. Ja. Aber das, ist das denn eine Modenschau in dem Laden? Eher nicht. Ich weiß es. Mein Gott. Mode im weitesten Sinne ist nicht schlecht. Im weitesten. Aber nicht speziell Hutmode. Nein. Dann ist es nicht so designt. Vielleicht ist es dann sowas wie eine bestimmte Einlage im Fuß. Der Salzburger Teller, damit man von unten nicht friert. Weil es ja so kalt ist manchmal. In Salzburg. Schuheinlagen sind auch total modisch. Ja. Nein, das sind, er sagt, ich hab's. Es ist das österreichische Pendant für Catwalk. Weil die Models nur auf einem runden Podest auftreten. Die können sich sonst die Strecke nicht merken, es handelt sich dabei um eine alte Festivität, ein Ritual in Westfalen-Lippe. Dort. Vorsicht! Das dort, kommt jetzt. Dort gibt es einen Ort, den Sie uns gleich nennen können wahrscheinlich. Ja. Und die Lippenprobe ist es. Dort, es herrscht die Meinung vor, Jesus würde dort wiedergeboren. Es herrscht oder es herrscht? Es die Meinung, die dort besonders häufig vorkommt. Okay. Und deshalb müssen die jungen Männer so um die 30 ja. Mit langen Haaren über die Lippe laufen. Was müssen die? Über den Fluss. Über die Lippe laufen. Ja. Und wer weiterkommt als die Mitte, ist in der nächsten Runde. Wie wär's denn, wenn wir aber finden? In der Pro-7-Show The Next Jesus. Ja. Das ist eine Seilbahn, weil die zwar auf Schienen ist, aber an Seilen gezogen wird. So sieht sie aus, verkehrt zwischen Stuttgart-Hesslach und Stuttgart-Degerloch und heißt im Volksmund lustige Gitterbahn. Warum? Also für mich das Naheliegendste wäre, wenn an einer der beiden Stationen direkt ein Friedhof läge. Ich sage ja nicht, dass die alle lachen. Das ist der Volksmund. Der Volksmund ist böse von Natur aus. Also dass da am einen, also dass da entweder da, wo man ankommt oder wo man startet, ist ein Friedhof und die lustigen Witwen müssen ja irgendwie da hinkommen, um ihren Mann zu besuchen. Und auf der anderen Seite ist eine Kneipe, da saufen die erstmal ein. Ich finde das sehr klug. Ist das richtig? Ja. Richtig an. Ja! Yeah! Das hat ja wahrscheinlich irgendwelche historischen Wurzeln. Das geht richtig. Sicherlich sehr weit zurück. Also Vorschlag 1, es gibt ja mehrere traumatische Erlebnisse in der englischen Geschichte. Also Elfmeterschießen lassen wir einfach mal weg. Was Tote ja auch auszeichnet nach einiger Zeit, ist ein strenger Geruch. Geht es, also wenn man zum Beispiel ein paar Tage nicht dazu kommt, sich zu waschen, dass man dann sagt, Mann, ich habe hier einen Zombie-Prozess unter dem Arm. Wir wollen jetzt einfach mal voraussetzen, es handelt sich nicht um dieses Verhütungsmittel aus der Bronzezeit, sondern... Ich glaube, es geht um Biologie. Ich glaube, es ist wieder irgendwas Technisches, irgendein Gerät, was eben aus zwei... Ich warte kurz, bis er das Gewölle hochgeholt hat und macht dann weiter. Weißt du, wie Katzen machen? Ja. Genau, so machst du es auch. So. Also es wird etwas Technisches sein, ein Gerät, was halt zwei Spiralen enthält. Und die eine ist halt die es wirklich braucht und die andere ist die Zweitspirale. Und weil es ein blödes Wort ist, heißt es Partnerspirale.
Das war eben eine. Ja. Ist da gerade eine rausgesprungen oder was? Der Flughaare werden Haare sein bei Flughunden oder Fledermäusen oder bei Tieren, die sowohl auf der Erde wie auch sich in der Luft bewegen, also die von Baum zu Baum längere Strecken hinter sich bringen müssen. Und das sind so Haare, damit die das Gleichgewicht halten können. Kann ich so nicht gelten lassen. Aber sind wir in der Tierwelt denn? Nee. Wir sind bei Menschen. Bei Flugbegleitern. Flugbegleiter mit vielen Haaren auf dem Rücken zum Beispiel. Das also Dandys, wenn ich da die Begrifflichkeit nochmal mit euch klären darf, sind ja nicht unbedingt gleichzusetzen mit Casanovas, die vielleicht auch unbedingt viel Sexualverkehr haben, sondern Stutzer. Es waren so waren es nicht auch so Gecken, also die Stutzer. Immer so. Was ist Stutzer? Ein Stutzi, was? Übersetzung wäre Stutzer. Ich weiß nicht, was ein Stutzer ist. Dandy. Ich meine, klar. Es ist natürlich klar, durch eine geschlossene Wand werfen geht nicht. Geht nicht, natürlich. Ja. Das heißt, das ist ein Ritual. Es erinnert an eine alte Zeit. Richtig. Als Wurst noch fliegen. Wurst. Handelt es sich um eine belgische, besonders lebenswerte Art der Partnerschaftsanbahnung, in dem ein paarungswilliger männlicher Kneipenbesucher dem Wirt sagt, Wirt, ich suche ein Weib. Um ihm beizuwohnen. Dann sagt der Wirt, habe ich verstanden. Und dann kommen beiwohnungstendenziell zustimmend eingestellte Weiber und sagen, Wirt, hier ist mein Schuh, paare mich mit einem paarungswilligen männlichen Gast. Wenn ich ganz kurz einwerfen darf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat sich Schuhe ausziehen, nicht zum Weibchen anlocken. Strahler sind wir zum Beispiel im Bereich Hobby-Glühbirnen. Die machen irgendwas Filigranes als Hobby, wie zum Beispiel... Nein, die beleuchten einen beim Hobby ausüben. Anstatt bei der Berufstätigkeit. Genau. Wer professionell arbeitet, das braucht ja kein Licht. Ein Hobby-Strahler ist auf jeden Fall eine Lampe. Felke hat recht, das sind Birnen, die kein Geld dafür kriegen. Ja. 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 Das ist Spaß. Es ist ja so, dass sie zum Teil brutal lange Schichten haben, die Zugführer, ja. Weil die müssen ja auch mehrere Sachen gleichzeitig machen, diese fiesen Durchsagen auf Deutsch, auf Englisch, so ICE, Gustav Gönz is traveling from Düsseldorf to Paris und so weiter. Das gab es ja wirklich, es gab doch früher beim MDR, je t'aime, wer mit wem. Das soll sich reimen, das ist sächsisch. Und da waren immer so komplett beziehungsmäßig unvermittelbare Ostdeutsche und haben so Sachen gesagt wie, seit meinem zweiten Nervenzusammenbruch geht es mir langsam schon wieder besser, ich und meine fünf Kinder suchen einen neuen Papi und du wusstest, da ruft nie jemand an. Warum werden im schweizerischen Lies 13 Personen dafür bezahlt, dass sie mit zwei Stoppuhren rumlaufen? Lies ist Lies für irgendwas bekannt. Der Ort? Ja. Ja, da sind so Leute mit Stoppuhren unterwegs. Ich würde aber trotzdem bei Pferden bleiben und die andere Hitze ansprechen. Ich werde mal Getränke verteilen, ich habe auch Standhitze. Ich habe auch nicht nur Standhitze, ich habe auch Ganghitze und Schlafhitze. Ja, und ich habe jetzt rechts einen Tinnitus, aber das ist eine andere Geschichte. Sei mal lieb. Ja. Ich weiß doch, dass du es so brauchst. Ja, ich habe auf einmal so Standhitze. Kann es sein, dass es hier um die Hitze bei Mädchentieren, also bei weiblichen Tieren geht und das ist eine Tierart, könnte ja auch ein Pferd sein, das bleibt dann stehen, wenn es halt Besuch vom Hengst haben möchte. Wir sind in der Jagd. Das heißt, ach, Hitze ist Rede. Gut. Weil, genau, Rede weil rollige Mädchen... Lass Sie doch das Gesicht zu Ende machen, bitte. Ja, das ist gut. Die das stimmt übrigens. Hitze... Und bei Hunden, vielleicht bei Hunden. Die Hündin genau. Ist heiße, die hat Standhitze. Was ist denn die Standhitze? Wenn Mutti stehen bleibt, damit Vati draufklettern kann. Ja. Ein Designer namens Alois Schmelz hat eine neue obszöne Variante des Gartenzwerges erfunden. Kommt eine Möhre vor? Warum stehen die Bewohner eines spanischen Dorfs unter verschiedenen Namen in zwei Telefonbüchern? Die einen wohnen in Villa Riba und die anderen in Villa Riba. Wie wäre es denn, dass das eine Telefonbuch nur von den örtlichen Behörden benutzt wird, weil dieses Dorf mit seinen 600 Einwohnern ein Kronzeugendorf ist und die ganzen Leute unter besonderem Schutz stehen? Aber es ist toll, dass die Mafia dann mit den richtigen Namen arbeiten kann in dem zweiten Buch.
Soft-Eis. Was ja schon mal scheinbar nicht schlecht war, war das... Das ist jetzt eine blöde Bewegung, fällt mir gerade auf, aber... Ich habe tatsächlich neulich in einem Flugzeug die Ansage gehört vom Piloten und ich schwöre, dass es so war und die ganzen Reihen vorne haben gelacht, weil der Pilot sagte, hallo, mein Name ist Dirk Stender, ich muss nochmal zurück an den Finger. Und da habe ich dann gelernt, es wirklich war, der Kapitän hieß Dirk Stender und musste zurück an den Finger, weil Finger nennt man ja das Teil, wo die Leute ins Flugzeug gehen. Und da ist es wirklich oft arschkalt, weil der wird natürlich nicht beheizt. Und vielleicht, wenn es besonders kalt ist, unter 20 Grad, spricht da vielleicht das Flugpersonal vom sibirischen Finger? Nein. Aber keine schlechte Idee. Bei aber so ein Finger wird normalerweise beheizt. Nicht bei der Lufthansa. Doch. Bei mir hat ein Steward letztens vielleicht lässt man irgendwas irgendwo durchlaufen, um zu gucken, ob es dick genug ist. Ob der Hund wirklich ein Dackel ist, der wird bitte, mit 100 Moment. Was war das eben? Ob es dick genug ist. Man lässt irgendwo was durch. Der Dackel. Man lässt was durchlaufen, um gucken, ob... Also man hat irgendein Rohr oder so und schickt da irgendwas durch und da guckt man halt, ob das... Kannst du dein Privatleben einfach mal rauslassen aus der Sendung? Und dass wir vielleicht weiterarbeiten können an der Frage. Ist der Erdbebendeckel vielleicht ein Hut, eine Kopfbedeckung? Zum Beispiel, was wir bei uns, weil wir die Dinge ja gern beim Namen nennen, einfach als Schutzhelm bezeichnen. Und der Österreicher hat ja Zeit, sich blöde Namen auszudenken und sagt dann halt, das ist ein Erdbebendeckel. Das ist ein Erdbebendeckel.